So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Wir machen heute weiter. Wir müssen nämlich noch einen Mord im Tempel aufklären. In dieser folgenden Nebenquest. Oh nein. Bist du der Philakitai? Ja, bring hier bitte nichts durcheinander. Meine Arbeit ist doch so schon schwer genug. Bitte verzeih, aber als Beschützer interessieren mich solche Verbrechen. Du bist ein Beschützer? Ah ja, ich sehe das Abzeichen. Du bist ein Magi aus dem alten Königreich. Sieh an, verzeih mir. Diese grausamen Morde machen uns allen zu schaffen. Das ist nur der letzte in einer Reihe von kaltblütigen Ritualmorden durch Anhänger von Wadjet. Ehrlich gesagt bin ich mit der Sache überfordert. Da kann ich dir behilflich sein. Ich habe ein wenig Erfahrung mit Mordfällen. Vielleicht kannst du bei den Ermittlungen helfen. Die Kultisten hinterlassen meist eine Nachricht. Ich habe sie noch nicht gefunden. Wir sollten im Tempel nachsehen. Du sagtest, es gab noch weitere Morde. Der Kult bringt Tempelbedienstete um. Öffentliche Personen in Karanis. Niemand weiß warum. Jeder könnte ihr nächstes Ziel sein. So. Sie leben in Angst. Sie sagen, es stecken Einheimische dahinter und verlangen nach Blut. Das ist eine Menge Blut. Jemand wurde gefesselt und gefoltert. Hier, vor der Statue. Es sieht aus, als hätte man ihn übel zugerichtet und rausgeschleift. Das war sicher der arme Altardiener. Außer ihm war niemand hier. Warum machen die sowas? Gute Frage, nächste Frage. Was haben sie hier gemacht? Ein griechischer Gott, wo einst ein ägyptischer stand. Das dürfte einige Ägypter sehr ärgern. Jemand hat den Gott mit grüner Farbe beschmiert. Der Kopf wurde auch bedeckt. Moment. Da oben ist noch etwas. Also wenn ihr die Nägel lackieren wolltet, dann würde ich sagen, habt das ein bisschen verfehlt. Aber irgendwas ist noch ganz... Warte mal, Moment. Serapis Gesicht ist verborgen und mit grüner Farbe verunstaltet. Hier wurde eine grüne Wadjet-Maske platziert. Wadjet ist die Schutzgöttin von Ober- und Unterägypten. Da hat mal jemand ganz klar Stellung bezogen. Aber wie sind sie mit den Sachen hier hochgekommen? Naja, ganz einfach. Die Treppe und diese komische Dings hier. Hat das irgendwas mit damit zu tun? Das ist mit Blut geschrieben. Als nächstes wollen sie den Hohepriester umbringen. Wir müssen ihn finden. Der Philakitai sollte wissen, wo er ist. So. Ach, wir haben zufällig haben wir mal gerade ein Papyrus gefunden. Hallo. Moin. Philakitai, ich habe Ihre Botschaft gefunden. Sie wollen euren Hohepriester töten. Den Hohepriester? Bei Serapis, nein. Er ist das spirituelle Oberhaupt von Karanis. Wir müssen ihn finden. Wo ist er? Raus damit! Seine Villa ist nicht weit. Ich weiß, von wo man sie aus sicherer Entfernung beobachten kann. Hier lang. Von der Tempelmauer aus können wir alles sehen. Euer Tempel ist der Grund für all den Ärger. Die Einheimischen fühlen sich provoziert. Also, wir sollen die Priester töten. Ja, nicht die Priester natürlich. Die Banditen. Das ist absurd. Er kurbelt das Handwerk und den Handel. Alle profitieren von ihm. So. Zwei jetzt kommen natürlich jetzt wieder angeschissen. Was?
Ich hab freie Schüsse! Ich bring dich um! Dafür lasse ich dich leiden! Mein Güte. So. Wir hatten vor, mich zu opfern. Ihr seid nun sicher. Ihr habt Glück, dass ihr nicht im Tempel wart. Sonst wärt ihr schon tot. Serapis, die wollten mich abschlachten. Diese Ägypter sind gottlose Dämonen, keine Menschen. Es war ein Ägypter, der euch gerettet hat. Denkt daran, wenn ihr betet und euch bedankt. Wir Magi beschützen jeden, ganz egal wer er ist. Ich ging los, als der Kampf begonnen hatte. Aber ich komme wohl zu spät. Danke für deine Hilfe, Magi. Das macht meine Arbeit hier mit Sicherheit einfacher. Du kommst allerdings etwas spät. Was weißt du über diese Banditen? Ägypter, die mit den Griechen hier unglücklich sind. Wer weiß, aus welchen Löchern sie kamen. Sie sind sicher erbost, einen griechischen Gott hier zu sehen. Ohne Zweifel. Verständlicherweise. Ich bin sicher, es wird noch viel mehr Ärger geben. Die Ptolemäer versuchen uns zu entzweien. Damit hast du leider recht. Griechenland hat Ägypten Wohlstand gebracht. Doch einige lehnen den Fortschritt ab. Das kommt auf deine Vorstellung von Fortschritt an. Fortschritt für Ägypten oder für Griechenland? Leb wohl, Philaketai. Und denke beim Beschützen an meinen Kodex. So, Quest abgeschlossen, Mordum-Tempel. Und das waren jetzt eigentlich mehr oder weniger relativ leichte 2.500 Erfahrungspunkte. Und wir sind schon bei Level 27. Jetzt muss ich gerade mal ganz kurz zum Schmied hier noch schnell. Moin. Willkommen. Kann ich dir helfen? Verkauft. Ist gut. Was haben wir hier? Einen langen Bogen. Das ist ein Jagdbogen. Brauchst du etwas, Freund? Aufhilfe beim Auffüllen. Verkauft. Bin bereit. Hey, die Nastia Akusim. Geht den Weg rein. Dem Menois. Oda. Entschade ist die. Im Horotim. Horan Bulimis. Ist gut. Ich habe es dir in der Exzellenz. Verkauft. Morias Palaske, was mal da du da bist. Sidra Miel. So, kaufen. Also aufrüsten, ja. Boah, 3000. Auf Stufe 26. Aber dann machen wir das nochmal. So. Ist
Ist gut. Ich verticke jetzt mal gerade so ein bisschen Zeugs. Habt ihr eine Katze im Maut die ganze Zeit? Das ist meine Katze, das ist nicht. So, verkauft alles. Aufrüsten. Aber ich kann nicht irgendwas jetzt aufrüsten. Nee, eigentlich nicht, ne? Gut. So, Material fertig. Gut. Warte mal. Wir haben noch eine Aufgabe hier. Dann machen wir das doch mal hier. Uns fehlen jetzt noch 2100 Erfahrungspunkte auf Level 27. Viele Materialien oder viele Sachen. Gut. Ja. In der nächsten Episode geht es dann weiter mit einer Hauptquest. Nämlich, dann gehen wir die Echse jagen und dann sind wir raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Episode bei Let's Play Assassin's Creed Origins. Bis dann. Tschüss.